Ein Nutzer hatte mich gebeten, mir mal den AdGuard für Windows anzuschauen. Den gibt es auch für verschiedene Plattformen. Ich schaue mir den jetzt mal hier für Windows an. Ist hier aktiviert. Ich bin jetzt auch mal auf der Seite t-online.de und dann bekomme ich immer so ein kleines Symbolchen eingeblendet vom AdGuard, so wie ihr das vielleicht von uBlock Origin da oben kennt. Da kann ich einmal draufklicken und im Standardmodus ist die Filterung natürlich aktiviert. Ich habe sie mal ausgemacht, damit ihr seht hier, wo überall Werbung ist. Und ich mache es mal an. Und dann wird die Seite automatisch neu geladen. Und wir sind mal gespannt, wie viel Werbung noch übrig bleibt. So, als erstes fällt auf, keine Werbung mehr da. Ist ja jetzt erstmal alles positiv. Man bekommt hier auch eine kleine Statistik. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, in den Einstellungen kann ich unter Adblocker sogar die gleichen Filter aktivieren, die ich schon aus den üblichen Adblockern wie uBlock Origin oder Adblock Plus kenne. Na, hier habe ich die Liste, kann ich anhaken. Kann sogar Custom-Filter hinzufügen oder ganze Filter importieren. Also an der Blockleistung möchte ich nicht meckern. Das funktioniert und es sind sogar ein paar echt coole Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass man, ja, wo war das denn gewesen? Hier habe ich es doch irgendwo gefunden. Also man kann Flash generell bloggen, finde ich ganz nett. Und das ist doch interessant. Hide your user age. Dann weiß die angesurfte Seite nicht, mit welchem Browser ihr da gerade vorbeischaut. Also man kann sich so ein bisschen verschleiern, ist ganz nett, um Werbetreibenden davon zu kommen. Es gibt jetzt aber zwei Gründe, warum ich euch auf jeden Fall, wenn es nur um den Browser geht, von AdGuard abraten würde. Fangen wir mit dem weniger wichtigen Grund an, der Performance. Also ich zeige euch mal, was ich damit meine. Ich lege dazu jetzt mal auf die linke Seite die T-Online-Seite und auf der rechten Seite kommt hier einmal der Task Manager. Ist jetzt hier nicht so ganz repräsentativ. Ich bin in der VM-Umgebung. Trotzdem wird man sehen, was hier gleich passiert. Ich gehe jetzt mal auf T-Online, drücke F5, lade also neu. Jetzt schaut mal rechts, welcher Prozess viel CPU-Leistung verbraucht. Also Firefox ist klar, das ist der Browser, der ja auch gerade was tut, aber der AdGuard ist hier auch ganz oben in der Liste. Das kann man auch so ein bisschen sehen. Links unten werden ständig Handshakes, TLS-Handshakes gemacht. Und die gehen an eine Adresse von AdGuard. Und das ist ein bisschen komisch. Also ist nicht komisch, habe ich mir schon gedacht. Aber wenn wir hier mal in das HTTPS-Zertifikat, also in das SSL-Zertifikat gehen, dann sehen wir Verified by AdGuard. Das Problem ist nämlich, AdGuard hackt sich ganz schön fies in euren Computer rein oder zumindest in den Browser rein. Der bricht nämlich die SSL-Verbindung auf und präsentiert euch dann ein gefälschtes Zertifikat von sich selbst und suggeriert euch so, dass die Verbindung sicher wäre. Tja, das ist aber nur die Verbindung zu AdGuard, weil ja, Verified by AdGuard. Die T-Online hat aber ihre Seite nie bei AdGuard verifizieren lassen. Ich kann es zum Beispiel auch mal auf meinem Blog hier zeigen. Da habe ich natürlich den gleichen Spaß. Ich weiß ja, wo ich mein Zertifikat her habe und ich habe es nicht von AdGuard. Tja, wie kommt das? Ja, AdGuard macht einen Man-in-the-Middle-Angriff. Da AdGuard ja hier kein Browser-Plugin installiert hat, macht er einfach Folgendes. Ihr baut eine Verbindung auf zur Seite usefulwind.com zum Beispiel. Hier mit SSL verschlüsselt und da das ja verschlüsselt ist, kann nur euer Browser das entschlüsseln wieder. Da AdGuard ja jetzt Werbung blocken will, muss er ja in diese Verbindung reingreifen können. Damit er das tun kann, bricht er die Verschlüsselung auf, filtert die Inhalte weg mit seinen Filterlisten und verschlüsselt die dann wieder mit seinem eigenen Zertifikat. Dieser Vorgang ist genau das, ich lade jetzt hier auch nochmal neu, was wir dann sehen, was Performance kostet, vermute ich mal. Ist jetzt eine grobe Schätzung und dann sieht man auch unten immer wieder diese Handshakes zu AdGuard, local.adguard.com. Also der manipuliert euer Windows-System ganz schön. Nicht nur den Browser, sondern auch wahrscheinlich irgendwelche, ja, Routen oder das habe ich jetzt nicht näher analysiert, muss ich zugeben, aber man sieht ja, dass er da irgendwelche komischen Adressen aufruft, die wahrscheinlich lokal auf diesen laufenden Prozess hier zeigen. So, das kostet zum einen Performance, wie gesagt, das ist nicht so wichtig, aber der viel schlimmere Grund, der zweite Grund ist ja eben dieses Aufbrechen der SSL-Verbindung. Das ist im Grunde das, was ich von einem Virus erwarte oder so und nicht von einem Adblocker. Da, so ähnlich verhalten sich übrigens auch Antivirenprogramme. Die wollen ja auch immer eure tolle Verbindung scannen. Deshalb hatte ich mal empfohlen, nur den Windows Defender zu benutzen, um solchen Sachen gar keinen Raum zu bieten. Also meine Empfehlung ist für Windows, den auf keinen Fall zu nutzen. Erstens werdet ihr wahrscheinlich gar nicht schneller surfen können, so wie es bei uBlock Origin der Fall ist, weil das einfach viel weniger Performance frisst. Zum anderen ist dieses SSL-Aufbrechen nicht das, was ihr am Ende haben wollt.